Hallo, mein Name ist Daniela Heiser von danielaheiser.de. Ich berate und begleite Familien mit hochbegabten, mit unterforderten Kindergarten- und Grundschulkindern und führe diese Familien zu mehr Entspannung im manchmal ganz schön anstrengenden Familienalltag. In diesem heutigen Live-Video geht es darum, sage ich denn meinem Kind, dass es hochbegabt ist? Wie kommuniziere ich meinem Kind die überdurchschnittliche Begabung, die mögliche Hochbegabung? Denn das werde ich von Eltern immer wieder gefragt. Und ich habe mir so meine Gedanken heute notiert. Die finde ich hier unten, habe ich mir aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse, Ihnen heute zu sagen. In vielen Eltern herrscht so die Sorge vor, wenn ich meinem Kind sage, dass es hochbegabt ist oder die Höhe seines Intelligenzquotienten mitteile, dann wird es überheblich. Das plaudert das überall aus. Wir Eltern werden dann vielleicht schräg angesehen. Das ist häufig eben die Sorge der Eltern. Aber ganz prinzipiell sind ihre Kinder ja nicht doof. Die bringen eine gewisse Grundintelligenz mit und die bekommen in vielen Situationen einfach mit, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwie bin ich anders als die anderen. Mich interessieren andere Themen. Ich spreche anders mit anderen. Ich kommuniziere anders mit anderen. Und dieses komische, dubiose, undefinierbare Bauchgefühl, das braucht für die Kinder eine Erklärung. Und ich würde das immer vom Alter der Kinder eben auch abhängig machen, wie ich es kommuniziere. Jüngere Kinder, ich sage jetzt mal Kindergarten, jüngeres Grundschulalter, denen reicht als Erklärung, du bist anders, du denkst anders, du bist fix im Kopf. Bei denen würde ich das Wort hochbegabt noch nicht in den Mund nehmen. Bei denen würde ich auch nicht sagen, dein IQ liegt bei 134, weil die schlichtweg mit dieser Zahl nichts anfangen können. Ja, also von daher, denen reicht die Erklärung, warum sie anders sind als die anderen. Warum ihnen manche Wiederholungen in der Schule schwerer fallen, zum Beispiel. Warum sie mit manchen Dingen anecken. Ja, da die Erklärungen liefern. Bei älteren Kindern, da können sie zum Beispiel in einem Gespräch die Gaußsche Normalverteilungskurve als Kommunikationsgrundlage einfach auch nutzen. Die Gaußsche Normalverteilungskurve, die Glockenkurve, wenn Sie das bei Google eingeben, finden Sie ganz viele Bilder dazu. Ansonsten können Sie gerne auch bei mir nachfragen. Ich stelle Ihnen die gerne zur Verfügung, um einfach zu erklären, wie ist denn zum Beispiel die Körpergröße aller Menschen verteilt in der Bevölkerung, die Schuhgröße, ja, sind immer 70%, die so durchschnittlich groß sind, durchschnittlich große Füße haben. Und genauso verhält es sich auch mit der Verteilung der Intelligenz. 70% sind durchschnittlich begabt, 15% sind eher unterdurchschnittlich begabt, was die Intelligenz angeht, und 15% liegen einfach drüber. Und wenn Sie jetzt eben nicht mit dem Finger auf der Gaußschen Normalverteilungskurve agieren, sondern mit der ganzen Hand, ja, dann decken Sie einfach eine gewisse Bandbreite auch ab und dann würde ich meinem Kind erklären, die meisten in deiner Klasse oder in deiner Kindergarten, ja, in deiner Klasse würde ich dann schon sagen, sind eben durchschnittlich begabt und es gibt eben auch manche Kinder, die sind cleverer und da bist du mit dabei. Dann müssen sie gar keine Zahl erstmal nennen. Die Zahl kommt sicherlich erst im nächsten Schritt. Und ganz wichtig hierbei finde ich natürlich auch, dass sie auch eine Vertiefung des Gespräches suchen, um eben genau die Überheblichkeit nicht zu fördern oder herauszulocken aus den Kindern. Und ich würde darauf eingehen, was macht denn einen guten Menschen aus? Macht einen guten Menschen aus, dass er einen besonders hohen IQ hat? Macht einen besonders guten Menschen aus, dass er immer sehr gute Noten schreibt? Überlegen Sie mal gemeinsam mit Ihrem Kind, was macht einen guten Menschen aus? Ja, die soziale Interaktion. Wie gehe ich auf Menschen zu? Bin ich freundlich, zuvorkommend? Bin ich hilfsbereit? Ganz andere Attribute als eben die hohe Intelligenz. Und somit können Sie natürlich auch der befürchteten Überheblichkeit entgegenwirken. Das waren meine Ideen und Inspirationen für heute zum Thema, sage ich es meinem Kind oder sage ich es nicht?
Ja, sie brauchen eine Erklärung, aber eben altersentsprechend etwas heruntergebrochen für die jüngeren Kinder, eben anders als für die älteren Kinder. In meiner Facebook-Gruppe gibt es darüber gerade auch große Diskussionen. Von daher lade ich Sie ganz herzlich ein, in meine Facebook-Gruppe Hochbegabte Kindergarten- und Grundschulkinder, damit Sie da auch in den Austausch mit anderen Eltern gehen können, sich Erfahrungsberichte der anderen einholen können, Fragen stellen können und natürlich auch anderen Familien weiterhelfen können. Hochbegabte Kindergarten- und Grundschulkinder, ich freue mich auf Sie.